Deutschlandfunk. Länderzeit. Zur Länderzeit begrüßt Sie Jürgen Wiebeke, heute zu Gast in einem 500-Seelendorf in Sachsen, in dem zwar jeder einen deutschen Pass hat, aber 9 von 10 Bürgern sagen, wir sind überhaupt keine Deutschen, wir sind Sorben. Wir melden uns aus Krostwitz in der Oberlausitz, das ist nicht weit von Bautzen. Und dieses Dorf gehört zum Siedlungsgebiet der Sorben, das auf der Landkarte wie eine Insel aussieht, die sich zu behaupten versucht gegen das Meer ringsherum. Und das inzwischen schon seit Jahrhunderten. Die Sorben sind Westslawen und sie gehören zu den anerkannten nationalen Minderheiten in Deutschland, so wie die Sinti und Roma, die Dänen und die Friesen. Und sie besitzen auch bestimmte in den Landesverfassungen von Brandenburg und Sachsen verbriefte Rechte, damit sie ihre Sprache und Kultur bewahren können. Aber wie kann das eigentlich gehen in einer Zeit, in der Mobilität immer wichtiger wird, in der nicht mehr selbstverständlich untereinander geheiratet wird, in der junge Leute ihre eigenen Wege gehen und oft ihre Sachen packen, wenn sie die Schule fertig haben und raus wollen aus der Provinz. Darüber wollen wir heute sprechen, am Beispiel der Sorben. Und falls Sie darauf eine Antwort haben, melden Sie sich gern an unserem kostenfreien Hörertelefon unter 00800 4464 4464. Ich wiederhole nochmal 00800 4464 4464. Und die Mailadresse lautet länderzeit@deutschlandfunk.de. Länderzeit@deutschlandfunk.de. Wir fangen mal mit Lea an, die 17 Jahre alt ist, das sorbische Gymnasium besucht in Bautzen. Ach, vielleicht sagst du, Lea, erstmal, damit wir eine Idee vom Sorbischen haben, in deiner Sprache, wo du lebst und warum in deiner Familie Sorbisch gesprochen wird. Ja, sam Lea Schäfrich jetzt. Abschino z Nibelčic. My pojedeme doma serbsce, přetož su moje starši a moja cua tamna svojba, tiež Serbia. Und jetzt sind wir natürlich auf die Übersetzung angewiesen. Ja, ich bin Lea Schäfrich, ich komme aus Nebelschütz und ich rede zu Hause in meiner Familie Sorbisch, da meine Eltern und meine restliche Familie alle Sorbisch sprechen. Ja, und als wir das erste Mal gesprochen haben, hast du gesagt, es war für dich ein Wunsch, irgendwann das sorbische Gymnasium zu besuchen. Das war dir wichtig. Warum? Naja, als ich in der Grundschule war, da habe ich immer auf die großen Gymnasiasten hochgeschaut und ich habe dann so gedacht, oh, da will ich auch hin und ich will auch so sorbisch reden können und so für dieses Sorbentum stehen, wie die, die das sorbische Gymnasium besuchen. Du willst für etwas stehen? Ja, also ich bin sehr stolz drauf, dass ich Sorbin bin. Und ich finde das auch sehr wichtig, dass ich es zeige, dass ich Sorbin bin. Und ich möchte auch, ich zeige es, dass ich Sorbisch spreche, dass ich halt, also ich besuche halt eine sorbische Schule, auf das sorbische Gymnasium. Und dafür stehe ich halt auch, dass ich Sorbin bin. Willst du dich von Deutschen damit abgrenzen? Nein, das würde ich nicht so sagen. Also ich finde es sehr wichtig, dass eine gute Beziehung zwischen den Deutschen und den Sorben herrscht, weil es gab oftmals Auseinandersetzungen zwischen Sorben und Deutschen. Und ich glaube, es ist schwierig für uns Sorben und ich glaube, es ist auch schwierig für uns, für die Deutschen. Und deswegen würde ich sagen, es ist schon wichtig, dass eine gute Beziehung zwischen den Sorben und den Deutschen herrscht. Peter, hat sie jetzt auch in deinem Namen gesprochen? Hättest du das so ähnlich ausdrücken können? Ja, auf jeden Fall. Das sorbische Gymnasium besuchen ja nicht nur sorbische Schüler. Wir haben auch deutsche Schüler, die allerdings dorthin kommen, um auch Sorbisch zu lernen. Ich meine, das ist ja auch schon mal eine schöne Eigeninitiative. Und ja, deshalb sind wir auch darauf angewiesen, in Harmonie dort als Schüler zu lernen. Und ja, eine gute Beziehung ist dafür immer eine wichtige Voraussetzung. Ja, nun war mir klar, ich habe es heute zu tun mit 3 Jugendlichen, die stolz sind auf ihr Sorbischsein.
Aber wenn ihr eure Klassen anschaut, dann wird das vermutlich nicht jeder so sehen. Was sagen denn die, die da eher sagen, ach, das ist mir nicht so wichtig? Was wäre deren Begründung? Also, ich würde sagen, es ist trotzdem wichtig. Also, ich besuche ja die Oberschule in Radibor, auch Sorbisch. Wir später dann Abitur machen in Bautzen. Und bei uns ist auch ganz wichtig, dass die sorbische Sprache in verschiedenen Fächern geführt wird und so. Und ja, ich würde nicht sagen, dass das unwichtig ist bei uns. Aber wenn ich jetzt nicht dabei wäre und ihr sprecht darüber untereinander, sagen dann alle, wir sind stolz oder gibt es auch andere Stimmen? Sie meinen jetzt unter den Sorben? Und genau. Ich muss sagen, das kriege ich in meiner Klasse mit. Oftmals sagen die auch, ja, es ist egal. Die reden dann auch untereinander Deutsch, obwohl sie Sorben sind. Aber ich persönlich sage, wozu? Ich bin Sorbin, ich rede gerne Sorbisch. Und ich rede dann trotzdem Sorbisch mit denen, auch wenn sie mich Deutsch anreden. Also, weil dich das nervt, dass die Deutsch reden? Ja, das nervt mich wirklich. Weil ich bin stolz drauf, ich will Sorbisch reden und dann tue ich das auch. Genau. Aber dieses Genervtsein, dazu würde ich gerne noch mal eine Begründung hören. Naja, wir sind Sorben. Wir sind alle auf einer sorbischen Schule, sind alle in der sorbischen Klasse. Wir haben uns früher dafür entschieden, Sorbisch zu lernen. Und deshalb verstehe ich das nicht, warum wir dann Deutsch reden sollen. Mhm. Nun seid ihr hier in einer, ich habe ja von der Landkarte gesprochen, das Siedlungsgebiet der Sorben ist nicht allzu groß. Ihr seid auf einer Insel. Und wenn wir jetzt in irgendeinem 500-Seelendorf in Deutschland wären und ich hätte es mit Jugendlichen in eurem Alter zu tun, dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, ich mache die Schule fertig und dann nix wie weg hier. Ist das bei euch auch so, Lea? Also ein bisschen. ich bin also ein sehr abenteuerlustiger Mensch. Also ich möchte auch nach der Schule erstmal ein Jahr irgendwie im Ausland leben, einfach mal was anderes zu sehen. Aber ich könnte nie irgendwo anders leben. Also ich müsste immer wieder zurück zu den Sorben kommen und im Sorbenland sozusagen leben. Und Antonia? Das sehe ich ganz genauso. Ich will auch auf jeden Fall erstmal in die großen Städte, vielleicht auch ins Ausland, was erleben, auch was tun dafür, dass man später vielleicht ein gutes Berufsleben hier zu Hause hat, aber später auf jeden Fall wieder hier zurück und hier eine Familie aufbauen und genau. Ja. Aber vielleicht wirst du das ganz anders sehen, wenn du dann im Ausland bist und deine Erfahrungen machst. Ja, das könnte sein, aber das denke ich eher nicht. Jetzt wollen wir genauer kennenlernen, wo wir hier gelandet sind, in Kostwitz, in der Oberlausitz. Eva-Maria Götz ist im Dorf unterwegs. Ja, und ich stehe hier auf dem Kirchhof neben der Kirche, der spätbarocken Kirche von Kostwitz und bin damit so ein wenig auf dem höchsten Punkt des Dorfes. Denn wenn man auf das Dorf zukommt, über die sehr weitläufige Hügellandschaft aus Richtung Bautzen kommt, dann sieht man, wenn man so um die Ecke biegt auf der Landstraße, dass das ganze Dorf hin orientiert ist zu der Kirche, die auf diesem höchsten Hügel hier im Dorfe liegt. Und das fällt auf und was noch auffällt, ist schon von Ortseingang an, ist im Moment das ganze Dorf beflaggt und mit bunten Wimpelgirlanden geschmückt. Und auch wenn man in die Kirche hineinkommt, ist auch die Kirche noch geschmückt mit gelb-weißen Fahnen und mit Maibäumen. Das hat zwei Gründe. Zum einen wird hier in Kostwitz Fronleichnam nicht wie anderswo nur einen Tag lang gefeiert, sondern eine Woche lang. Und es gibt nicht nur eine Prozession, sondern es gibt insgesamt 5 Prozessionen und die letzte wird morgen sein. Das heißt, wir sind hier immer noch im Fronleichnamsfest. Und wenn das Fronleichnamsfest dann dem Ende zugeht, wird morgen Abend hier ein neues Fest eröffnet, nämlich das große Folklore-Festival, wo die Kostwitzer Gäste aus aller Welt erwarten. Also man merkt, es ist eine Gegend, in der gerne gefeiert wird, in der barock-katholisch gerne gefeiert wird. Das macht vielleicht ein wenig den Charme dieses Dorfes aus. Jürgen Wiebeck hat ja schon gesagt, 500 Einwohner. Insgesamt hat die Gemeinde über 1000 Einwohner, Tendenz übrigens steigend. Es gibt eine Kita, es gibt eine Schule, ein Seniorenheim, es gibt noch 2 Gaststätten, ansonsten natürlich viele Bauernhöfe und Wohnhäuser. Und seit
ja, 1000 Jahren leben die Sorben hier in diesem Dorf. Erstmals urkundlich erwähnt um 1225, aber als man hier den Kirchhof neu angelegt hat und eine Mauer hier neu angelegt hat, hat man sogar Steine gefunden, Grabsteine, die weit über 1000 Jahre alt sind. Der Kirchhof ist begrenzt. Was hier auffällt, ist, dass es unglaublich viele blumengeschmückte Gräber gibt. So habe ich das eigentlich noch nie gesehen. Es ist eigentlich kein Grab, was nicht frisch angelegt ist. Aber es ist trotzdem begrenzt. Das heißt, es müssen hier immer wieder die Krostwitzer umgebettet werden, weil einfach nicht genügend Platz da ist. Und das Zweite, was hier auffällt, ist, dass wie übrigens in der ganzen Region alle Schilder zweisprachig sind, hier auch die Grabsteine entweder zweisprachig sind oder überhaupt nur auf Sorbisch abgefasst sind. Und neben mir steht Barbara Felber. Sie ist die Pressesprecherin der Domowina, über die wir noch später in der Sendung noch mehr erfahren werden. Frau Felber, ich würde Sie bitten, mir mal vorzulesen, was auf diesem Grabstein steht, der von 1923 datiert. Tu wot počuje v bohu moja horco lubowana manželska a mačna ju synka Maria Jessina, rodzena Venkec z Kopšina, rodzena 19. meje 1894, zemreva 25. septembra 1923 RIP v mačerne lubosti džistču dach svoje živenjo. Und lesen Sie mir mal vor, worum es, übersetzen Sie mir, worum es in diesem Grabstein geht. Ja, gern. Hier ruht in Frieden meine heißgeliebte Ehefrau und Mutter unseres Söhnchens, Maria Jessina, geborene Wenk aus Kopšin, geboren 19. Mai 1894, gestorben 25. September 1923, Ruhe in Frieden. In mütterlicher Liebe zum Kind gab ich mein Leben. Und wenn wir jetzt um diesen Grabstein herumgehen, dann ist hier auf der anderen Seite die Inschrift. Christus náš vůmožník, Christus unser Retter. Denn hier liegt das Söhnchen begraben von der Maria, die wohl bei der Geburt ihres Sohnes gestorben ist. Und dieser Sohn, der dabei geboren wurde, der 1923 geboren ist, 2011 gestorben, liegt hier bei seiner Mutter im Grab und sie beide teilen sich einen Grabstein. Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr schönes Bild dafür, wie verbunden die Menschen hier mit ihrem Ort sind und wie man Geschichten und Traditionen weitergibt. Und mit dieser kleinen Geschichte möchte ich gerne zurückgeben an Jürgen Wiebeke. Marco Kliemann ist ehrenamtlicher Bürgermeister hier in Krostwitz. Ich habe eingangs behauptet, 9 von 10 seien Sorben. Das hatten Sie uns erzählt. Aber ist das jetzt Resultat einer Volkszählung oder woher wissen Sie das? Es gab um 2008 ungefähr noch eine wissenschaftliche Erhebung, eine wissenschaftliche Arbeit. Und das Resultat war, dass ungefähr etwas über 85% tatsächlich sorbisch sprechend sind. Das ist das Kriterium, ob man spricht. Nein, als Sorbe kann man sich, also Sorbe ist man, wenn man sich dazu bekennt. Man muss nicht unbedingt des Sorbischen mächtig sein, denn die Sprache oder Volkszugehörigkeit wird ja in Deutschland nicht erhoben. Und deswegen gibt es nicht die Möglichkeit, wirklich abzuzählen, sondern nur diese Art der Erhebung. Ich hatte ja den Jugendlichen schon gesagt, was wäre eigentlich anders, wenn wir jetzt in einem anderen Dorf in Deutschland mit 500 Seelen wären. Und wäre da ein Bürgermeister, dann würde es in vielen Regionen heißen, ich habe Probleme mit Abwanderung, ich habe Probleme damit, die öffentliche Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Sind das auch die Probleme eines Bürgermeisters von Krostwitz? Die Abwanderung ist bei uns Gott sei Dank nicht so enorm. Natürlich der demografische Wandel, der geht auch nicht an uns vorüber, obwohl man sagen muss, dass die Geburtenzahlen bei uns recht hoch sind, also höher als im bundesweiten Durchschnitt auf jeden Fall. Das kommt natürlich der Entwicklung bei uns in unserer gesamten Region schon zugute. Die infrastrukturellen Probleme als solche, die ja meist wirklich finanziell begründet sind, haben wir aber trotzdem genauso. Wir sind auch eine
wirtschaftlich jetzt nicht so stark aufgestellte Region und das macht es nicht leichter. Mhm. Wir wollen mal den Pfarrer des Ortes kennenlernen, katholischer Priester, Herrn Delenk. Denn ich glaube, man muss, um auch die Stabilität der sorbischen Kultur in Ihrem Dorf verstehen zu können, etwas wissen über den Zusammenhang zwischen Kultur und Religion. Da habe ich keine Frage drin gehört. Aber ja, es ist so. Kultur, Religion, es hat alles miteinander zu tun. Und ich glaube, dass Kirche überhaupt nicht gehen kann ohne Sprache. Die Kirche braucht immer einen Zugang zu Menschen. Und der geschieht nun mal dadurch, dass sie miteinander spricht. Und hier in der Region ist die Beheimatung sorbischsprachig. Man fühlt, man denkt, man drückt sich aus, indem man die sorbische Sprache benutzt. Aber jetzt meine Frage. Sorry, dass ich Sie für den Moment vergessen habe. Was ist denn Ihre Erklärung dafür, dass Sie es schaffen, eine Woche lang Prozessionen wahrscheinlich ziemlich bevölkerungsstark durchzuführen und das auch am Sonntag nicht so wie in vielen anderen Orten in Deutschland die Kirche leer bleibt? Wir haben nicht die ganze Woche Prozessionen, da muss ich etwas korrigieren. Es ist am Donnerstag das Hochfest von Leichnam und wir feiern es auch am Sonntag und wir feiern den Donnerstag drauf, den Oktavtag, deshalb eine Woche. Aber nicht jeden Tag ist Prozession. Die Prozessionen werden tatsächlich aber sehr gut aufgenommen, sehr gut angenommen. Es ist vielen sehr wichtig, diesen Weg miteinander zu gehen und zu bekennen, ja, zu diesem Christus, den wir öffentlich zeigen, zu dem gehöre ich. Und zwar zeigt man das hier am Ort auch gerne mit Tracht, das heißt mit dem Bekenntnis, ich bin jemand, der Sorbisch spricht und aus meinem Sorbischsein heraus ihm Christus nachfolgt, weil für ihn ja auch jeder Mensch gleich ist. Jeder hat zu ihm einen Zugang, kann einen Zugang haben und ich habe den Zugang über meine eigene Sprache, über meine Kultur. Aber was ich genau von Ihnen verstehen möchte, das ist eben dieser Zusammenhang. Stabilisiert die katholische Kirche die sorbische Kultur oder ist es umgekehrt, dass die sorbische Kultur dafür sorgt, dass ihre Kirche voll ist? Zunächst mal ist es nicht Aufgabe der Kirche, für ein Volkssein zu sorgen. Die Kirche hat ihre Sendung, indem sie den Glauben den Menschen nahebringen will. Und von daher glaube ich, dass es hier in der Region sicher so zu sagen ist, dass die Kirche dennoch genau das tut. Sie stabilisiert die sorbische Gesellschaft durch den Gebrauch der Muttersprache in der Liturgie. Aber das ist doch etwas, worüber man sich erstmal wundern kann, denn unsere Gesellschaft ist geprägt von Mobilität und davon, dass eben Grenzen eher verschwimmen. Und hier sind wir auf einer Insel, in der Traditionen offenbar über viele Jahrhunderte hinweg erfolgreich weitergegeben werden. Also dieses Geheimnis wollen wir in dieser Sendung versuchen zu lösen. Und was wäre Ihre erste Antwort? Zunächst mal glaube ich, das ist kein da spricht nichts dagegen. Mobilität ist etwas, was unsere Zeit prägt, was unter den Jugendlichen auch ganz klar und deutlich zu sehen ist, auch in allen anderen Generationen. Heute haben sicher viel mehr auch ältere Leute Zugang zu Technik und beherrschen die auch als jemals in früheren Zeiten. Das, denke ich, zeichnet den Menschen unserer Zeit auch aus, dass man mit all den Dingen, die die Welt ausmachen, sage ich mal so, auch umgehen kann und umgehen lernt. Aber man braucht für sein Leben Wurzeln. Man braucht eine Herkunft, man braucht irgendwo eine Beheimatung, einen sicheren Hafen. Und den, glaube ich, gibt hier vor Ort mit Sicherheit eben Kirche und Sprache. Und man muss dazu sagen, das schaffen wir, glaube ich, noch zu erklären vor den Nachrichten um 10.30 Uhr, dass man nicht von den Sorben sprechen kann, sondern es gibt da einen wichtigen Unterschied. Die katholische Oberlausitz, in der wir hier sind, und die evangelische Niederlausitz, das ist dann der brandenburgische Teil des Siedlungsgebietes. Und dort sehen die Verhältnisse schwieriger aus. Das hat sicher auch geschichtlich begründete Ursachen. Ganz genau hat das meiner Ansicht nach noch niemand bis ins Letzte hinein erforscht, warum das so ist.
Es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen katholischen Sorben und evangelischen Sorben, auch zwischen Kirche hier und da. Aber ich meine, die Ursache liegt vielleicht darin, dass die katholische Kirche nie den Fokus auf die Sprache gelegt hat, auf den Fokus der Muttersprache, sondern dass in der katholischen Kirche eigentlich alles immer in lateinischer Sprache sich ja abspielte. Wir werden das nach den Nachrichten mal versuchen, genauer zu ergründen, die Rolle der Sprache. Die Frage an Sie, wie kann das gehen, eine Kultur, eine Regionalkultur zu bewahren in Zeiten von Globalisierung? 00800 4464 4464 ist unser kostenfreies Hörertelefon und die Mailadresse länderzeit@deutschlandfunk.de. Zweisprachige Straßenschilder und Grabsteine, wie wir gehört haben, und eine Grundschule, in der auf Sorbisch unterrichtet wird. Die Länderzeit meldet sich zurück aus Krostwitz, einem Dorf in der sächsischen Oberlausitz, in dem ungefähr 90% Sorben wohnen. Und es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke. Wir diskutieren heute am Beispiel der Sorben, wie Minderheiten versuchen, ihre Sprache und Kultur zu behaupten. Und wollen wissen, wie das gehen kann in einer Zeit mit wachsender Mobilität, wie dann eben es gelingen kann, eine jahrhundertealte slawische Kultur davor zu bewahren, dass sie gewissermaßen im Museum landet. 00800 4464 4464 ist die Nummer unseres Hörertelefons, falls Sie etwas dazu sagen möchten, über den Zusammenhang zwischen Regionalkultur und eben Mobilität, Globalisierung. Und wir haben David Statnik, der als Vorsitzender der Interessenvertretung Domo Wina hier spricht. Wir hatten ja vor den Nachrichten darüber gesprochen, dass es eben ja im Grunde zwei Regionen gibt, einmal in Brandenburg, die Niederlausitz und hier die Oberlausitz. Wir haben es sehr kontrastreich dargestellt am Gegensatz katholisch-evangelisch, aber das ist nicht alles. In der Tat, das ist nicht alles. Die Regionen kann man noch weiter unterteilen. Also es ist, wie Sie sagten, Sachsen-Brandenburg, Oberlausitz-Niederlausitz. Wir haben dazwischen noch die Mittellausitz, die Schleifer-Region. Und weil es anfangs schon gesagt wurde, dass die Oberlausitz offensichtlich nur katholisch, seitdem ist nicht so. Es ist hier ein Kerngebiet, das stark katholisch geprägt ist. Wir haben um Bautzen ein evangelisch geprägtes Gebiet. Und um es zu vervollständigen, sowohl in der Ober- als auch Niederlausitz gibt es natürlich Sorben, die entweder noch einen anderen Glauben frönen oder aber glaubensfrei sind. Und um es noch komplizierter zu machen, es sind auch noch zwei verschiedene Sprachen. In der Tat, es sind zwei Sprachen. Von außen ist es natürlich für einen, der mit slawischen Sprachen nicht viel zu tun hat, das klingt alles gleich, viel Zischlaute, aber es sind schon markante Unterschiede und wir führen es wirklich als zwei separate Sprachen. Wenn Sie, Herr Statnik, die Verhältnisse heute vergleichen mit denen zu Zeiten der DDR, was würden Sie sagen? Wie geht es den Sorben? Es ist schwierig. Ich war damals 7 Jahre alt, als die Wende kam. Es mit meinem heutigen Fokus zu beurteilen, fällt schwer, aber wir sind heute in einer durchaus globaleren Zeit, in einer Zeit, in der, wie Sie ja schon sagten, Mobilität eine Rolle spielt. Und damit ist natürlich auch ein völlig neuer Fokus gegeben darauf, dass die Menschen, denke ich, auch noch viel sicherer in sich sein müssen, was sie sind. Es ist aber nicht so, dass jeder für sich jetzt in Klausur geht und überlegt, ob er Deutsch oder Sorbe ist. Sowas geht oftmals, so erlebe ich es, automatisch oder andersrum gesagt, für uns ist es völlig normal, dass es so ist. Aber es gibt natürlich viele Familien, wo das vielleicht so selbstverständlich nicht ist. Ja, es ist so. Sprache, wenn man eben beides gleichwertig oder möglichst gleichrangig auch erreichen kann, hat immer auch eine gewisse Dynamik, eine Bewegung. Und die Übergänge von einer zur anderen Sprache können bei gewissen Umständen auch recht fließend sein. Und kann natürlich sein, dass der eine oder der andere, ob nun aus emotionalen Gründen oder aus sachlichen Gründen, oder einfach aus einem gewissen Desinteresse natürlich etwas ablegt. Es geht uns mit Kultur so, es geht uns mit Trachten so, es geht uns aber manchmal sogar nur mit einem Hobby so. Wer spielt Fußball und später mal Tennis oder Golf? Und so natürlich kann es für den einen oder anderen auch sein. Wiederum sind auch weitere, für die es ganz bewusst so ist, dass sie sagen, nein, ich möchte damit gar nichts zu tun haben. Wir wollen uns die Bedeutung von Sprache näher anschauen und beginnen mit einem Besuch in der hiesigen Grundschule, da war gestern nämlich Eva-Maria Götz unterwegs.
Hallo, guten Tag. Aubergine. Welchen Unterricht störe ich denn hier gerade? Wir haben Matheunterricht und werden uns jetzt nochmal mit der Geometrie beschäftigen. Pschirunai vulkosch tschmur as vitvuch pschestrinu miasobu. Wobstai tni erdnir. Vergleiche die Größe von dunklen und hellen Flächen. Seid ihr alle zweisprachig von klein auf? Ja, also mein Vater ist Deutscher und meine Mutter ist Sorbisch und da sprechen wir immer mit Papa. Versuchen wir mit ihm Sorbisch zu sprechen, er versteht auch vieles. Und mit unserer Mutter sprechen wir eigentlich nur Sorbisch. Mit meinen Geschwistern, also meine Schwester, die spricht nur Sorbisch. Und mein Bruder, der redet mehr so Deutsch. Bei uns zu Hause ist es so, dass wir alle Sorbisch aufgewachsen sind, also sozusagen unsere Muttersprache. Wann sprichst du denn Deutsch? Wenn man zum Beispiel also in einer Runde zusammen spricht, also sich unterhält und dann ein Deutscher dazukommt, ist es ja auch höflich, dass man dann Deutsch spricht. Aber über solche Sachen verliert sich ja dann auch das Sorbische. Was heißt denn Sorbisch aufwachsen? Was bedeutet das denn außer der Sprache? Also, dass man eine andere Kultur hat. Sorbische Kultur bedeutet für uns zum Beispiel, wenn es ein Fest gibt, Maibaum werfen zum Beispiel bei uns, müssen wir weißes Hemd, schwarze Hosen und sowas alles anziehen. Das ist Pflicht so ein bisschen. Die Mädchen sind bei vielen sorbischen Festen auch in der sorbischen Tracht. Macht das Spaß, so eine Tracht anzuziehen? Also manchmal ist das anstrengend und manchmal macht das dann auch Spaß. Was ist daran anstrengend? Das Anziehen, das Einkleiden, weil es auch bei einigen Trachten sehr lange dauert. Und manchmal wird es auch sehr heiß in so einer Tracht. Was gehört denn alles zu einer sorbischen Tracht? Kommt eigentlich drauf an, welche Tracht man anzieht. Zum Beispiel bei der Druschka, da braucht man eine Schleife und ein Tuch und mit so Blumen drauf und so. Dann braucht man noch den Kittel, dann solche kleine Jacke. Dann Geld, also das hier so, also das ist dann so älteres Geld oder so aus anderen Ländern, ja, so Schmuck. Und dann gibt es auch noch den Satschke, das ist auch ein, das Perlennetz, das ist auch ein ganz besonderes, eine ganz besondere Kette. Dann braucht man noch die Tuta aufgesetzt und dann auf die Tuta bekommt man pinkes und grünes Band. Wenn man zum ersten Mal dann zur Heiligen Kommunion geht, dann hat man ein weißes Band und ein grünes. Was bedeutet das noch, die Kultur, die sorbische Kultur? Es gibt auch sorbische Lieder. Habt ihr mal Lust, mir ein Lied vorzusingen? Alle Kinder stehen auf, stellen sich hinter ihre Stühle. Dankeschön, ich bin ja hier bei einem professionellen Chor gelandet. Habt ihr auch Freunde, die zwar Sorben sind, aber gar nicht mehr so viel Sorbisch sprechen? Ich habe schon eine Freundin, die ist also ein Jahr älter als ich und die geht auf eine sorbische Schule. Sie weiß eigentlich auch, dass die sorbische Sprache bald also ausgestorben ist und dass es die nicht mehr gibt. Aber sie spricht das trotzdem nicht, weil sie es zu schwierig findet und so. Denkt ihr darüber nach, dass die sorbische Sprache, dass es die vielleicht bald nicht mehr gibt? Ja, aber hoffen tue ich das nicht. Möglich wäre es ja, aber in jeder Sorbe wird das eigentlich nicht so. Man sollte das seinen Kindern beibringen und man könnte auch eigentlich zum Beispiel anderen diese sorbische Sprache lehren. Auch wenn das vielleicht schwierig ist, man will eigentlich nicht, dass sie sich also verliert. Vielen Dank. Und was heißt auf Wiedersehen? Also wir haben jetzt zwei verschiedene Botschaften bekommen. Einerseits eine große Lebendigkeit bei der Weitergabe, sehr viel Vitalität. Und andererseits aber eben das Thema im Raum, die Sprache könnte verschwinden. Herr Czornak, Sie sind Bürgermeister in Nebelschütz, das ist nur ein paar Kilometer von hier. Und als wir gesprochen haben, haben Sie gesagt, das Sorbische stirbt schnell. Ja, es liegt zunächst an uns, wie schnell diese sorbische Sprache spricht. Doch wenn man beobachtet, stirbt natürlich das soziale Umfeld in einer Gemeinde durch die Globalisierung und durch das Zentralismus, sind natürlich Einrichtungen in der Gemeinde verschwunden. Beispielsweise selbst in unserer Gemeinde haben wir eine Grundschule geschlossen und zwei Kindergärten, die wir schließen mussten, weil nach der Wende die Geburtenzahl sehr gering war.
Und natürlich andere soziale Bedingungen, die heute nicht da sind, wo die Menschen im Dorf Sorbisch sprechen können, verlieren. Mhm. Ich habe mir einen Begriff von Ihnen aufgeschrieben, der mir eindrucksvoll schien, um die Problematik auf den Punkt zu bringen. Sie haben gesagt, eine Kultur muss enkeltauglich sein. Was heißt das? Ja, das Volk, und wir sind ein Volk, braucht eine Zukunft und braucht vor allem eine Vision. Wir selbst als Gemeinde haben uns dieses Ziel gesetzt, wo möchte die Gemeinde hin? Und wir sind uns ziemlich sicher, dass wenn wir selbst Verantwortung übernehmen, mehr Selbstverantwortung übernehmen, hat die sorbische Sprache und die Kultur eine lange Zukunft. Ja, wir werden das nachher auch noch besprechen, was das im Politischen bedeutet. Aber wir müssen erstmal den Stand der Dinge, was die Sprache angeht, genauer kennenlernen. Fabian Kaulfürst, vielleicht kommen Sie mal einen Moment zu uns. Sprachwissenschaftler, arbeitet beim Sorbischen Institut. Was können Sie uns darüber sagen, also was die Tendenz angeht, die Verbreitung des Sorbischen? Ja, Sie wissen, das Najważniejsze za zdarzenie serbskiej reči je też na vista normalita. Es ist also ganz wichtig zu zeigen und zu fühlen auch, dass das Nutzen der sorbischen Sprache eine Normalität ist, die in der Gegend, in der Lausitz, gelebt wird und nicht irgendwas Aufgesetztes, wo man sagt, naja, also man hört ständig, das gibt einen Haufen Sorben oder so, aber ich sehe gar keine, es gibt keine. Deshalb hatte ich auch ganz bewusst den Einstieg hier in Sorbisch jetzt gewählt. Das Sorbische ist natürlich wirklich in ganz verschiedenen Regionen ganz verschieden vertreten. Es gibt hier in diesem Kerngebiet, wo wir uns befinden, die glückliche Lage, dass tatsächlich noch in allen Generationen die Sprache gesprochen wird. Es gibt andere Regionen, wo dem nicht mehr so ist, wo die älteste Generation noch spricht. Und es gibt auch Gegenden, wo das quasi ganz schon ausgestorben ist. Jetzt machen Sie was Interessantes. Ich glaube, die schwierigere Ecke, was die Weitergabe angeht, ist eindeutig die Niederlausitz. Und Sie versuchen, digitale Instrumente zu nutzen, um an der Weiterverbreitung von Sprache zu arbeiten. Wie geht das? Ja, das ist tatsächlich so, dass man versuchen muss, natürlich gerade dort, wo Sprache bedroht ist, dem entgegenzuwirken. Erstmal damit auch, dass man Sprache dokumentiert. Denn wenn niemand mehr muttersprachlich da ist, den man zum Beispiel fragen könnte, von dem man lernen könnte, ist es umso wichtiger, dass da Wörterbücher, Grammatiken, überhaupt Beschreibungen der Sprache vorhanden sind, um die Sprache von Neuem lernen zu können. Und da haben wir in den letzten Jahren etwas sehr Interessantes in der Niederlausitz, wo das Niedersorbische oder wie man dort meistens sagt, Wendische gesprochen wird, erlebt, dass tatsächlich auch Leute, die in zweiter Generation nicht mehr dieser Sprache mächtig waren, die Sprache mit Begeisterung wieder neu gelernt haben, mit ihren Großeltern. Als Fremdsprache dann. Großeltern wieder gesprochen haben, obwohl sie es selber als Kinder nicht mitbekommen haben und jetzt mit ihren Kindern wieder das dortige Wendische sprechen. Und das ist also sehr interessant, wenn man jetzt wieder ganz kleine Kinder, es sind natürlich wenige, aber man sieht die von zu Hause wieder diese Sprache sprechen, man bekommt das Erlebnis, ja, es ist möglich, man kann eine Sprache selbst auch in der Niederlausitz, wo die Situation doch schon bedeutend bedrohlicher ist, revitalisieren. Man sieht kleine Kinder, die diese Sprache sprechen und umso komfortabler Situation sind wir hier in der Oberlausitz, wo wir ja noch rundherum ein relativ intaktes Umfeld haben, wo also auch Kinder erleben können, ja, mein Nachbar spricht Sorbisch, mein Spielkamerad auf der Straße spricht Sorbisch. Es lohnt sich auch, die Sprache zu sprechen. Denn wie gesagt, das Wichtigste ist, eine gewisse Normalität, eine Sprache zu lernen und dann nicht zu wissen, wofür man sie eigentlich braucht. Das ist das Schwierigste. Wissen Sie, Herr Kaulfürst, wir könnten in vielen Regionen, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa unterwegs sein, um das heutige Problem zu besprechen. Es gibt ja auch rote Listen von bedrohten Sprachen. Gibt es eigentlich Beispiele dafür, dass es gelingen kann, eine fallende Tendenz umzukehren, dass es tatsächlich gelingen kann, um es jetzt mal jugendsprachlich auszudrücken, dass eine kleine Sprache auf einmal wieder cool wird? Oh, Sie haben sich was vorgenommen heute. Ja, auf jeden Fall. Es gibt einige Sprachen, also vor allem die keltischen Sprachen. Da hat man in den letzten Jahren gemerkt, dass da ein Trend, erstmal der fallende Trend, gestoppt werden konnte und zum Teil auch wieder umgedreht werden konnte. Das ist also ein großes Beispiel. Des Weiteren gibt es auch das Französische in Kanada, das sich sehr gut stabilisiert hat. Und
Es gibt natürlich eine Sprache, das ist eigentlich aber trotzdem auch eine Ausnahme, wo eine wirklich schon über Jahrhunderte tote Sprache komplett wiederbelebt wurde. Das ist das Hebräische, das also über Jahrhunderte von niemandem mehr als Muttersprache gesprochen wurde. Und heute gibt es Millionen Sprecher in Israel. Ja, gibt es denn eigentlich, da muss ich jetzt mal noch die Jugendlichen fragen, gibt es eigentlich auch im Sorbischen Jugendsprache, also dass man einfach neue Wörter erfindet oder fangt ihr dann mit Anglizismen an oder mit Germanismen? Ich glaube, wenn es so Jugendwörter gibt, dann ist es eher auch so Englisch. Manchmal ist es auch vielleicht Wörter aus dem Deutschen, wenn man so mischt, aber sonst ist eigentlich immer die sorbische Sprache. Ja. Oder habt ihr Beispiele? Also ich glaube, wie jeder Jugendliche sagt, so cool oder was gibt's noch? Zum Beispiel, wir nehmen ein deutsches Verb und hängen dann eine sorbische Endung manchmal ran, wie zum Beispiel Reitwart heißt also eigentlich reiten. Und wenn wir das dann so in sorbische Sprache umwandeln, dann hängen wir einfach noch so dieses Watsch ran und dann klingt das wie deutsch-sorbisch und ja, aber wir sollten eigentlich mal mehr aufpassen, wie wir ja die sorbische Sprache verwenden. Aber ihr sollt mehr aufpassen? Ja, also ich kenne das persönlich, wenn man zum Beispiel oft mit deutschen Freunden oder so redet, in der Schule zum Beispiel, dann fängt man auch so langsam an, ein bisschen unordentlich sorbisch zu reden und ja, man kann da nicht mehr ganz so sorbisch reden, wie man das sich eigentlich vorgenommen hat, mal als Sorbe zu reden. Aber ich glaube, ja, wir sollten eigentlich mehr unsere Sprache so reinhalten, sag ich jetzt mal. Interessante These. Und da wird es nun Zeit, Frau Bogusch, dass wir mal miteinander ins Gespräch kommen. Leiterin des Sorbischen Museums in Bautzen. Und ich darf mal die Karten auf den Tisch legen. Sie haben gesagt, man muss aufpassen, wenn man über sorbische Kultur spricht, dass man nicht nur die Perspektive des Dorfes sieht. Ja, dazu stehe ich natürlich, weil wir sollten das Sorbische nicht nur als eine Volkskultur betrachten, sondern wir sollten immer auch im Fokus behalten, dass das sorbische Volk eine hohe Kultur entwickelt hat. Mit dem Entstehen der Schriftsprache war das schon eine große kulturelle Leistung, die uns als Sorben praktisch auch, so würde ich das sehen, das Weiterbestehen und das Weiterüberleben gesichert hat. Das ist kein Automatismus, das muss immer wieder neu erarbeitet werden. Und in vielen Bereichen der Kultur und der Kunst, es ist ganz, ganz wichtig, dass man den Anschluss als Volk auch zur europäischen Kunst und Kultur hält und bringt. Und da haben wir viele Beispiele, ob es in der Malerei ist, in der Musik, auf dem Gebiet der Literatur. Also dort haben wir hervorragende Künstler und Persönlichkeiten, die uns als Sorben praktisch in den europäischen Kontext gebracht haben. Das heißt, eine sorbische Kultur muss offen sein für Veränderungen in der Welt. Und dann würde mich interessieren, was dann Ihre Antwort an Lea wäre, wenn sie sozusagen ein latent schlechtes Gewissen hat, wenn ihr Sorbisch hin und wieder auf dem Schulhof nicht rein ist, wie sie gesagt hat. Ja, also ich wollte noch mal Bezug nehmen auf diesen Satz. Also wir sollten uns ständig bemühen, oder das ist kein Bemühen, das ist ein natürlicher Prozess. Ein Künstler schafft, um künstlerisch tätig zu sein. Er hat, die Zeiten haben sich auch gewandelt. Es gab Abschnitte oder Epochen, da hat man diese Volkskultur als Basis genommen. Und man hat natürlich auch Elemente eingeflochten. Und heute würde ich das so betrachten, ist das Nationale, dieser nationale Aspekt nicht mehr das tragende Element. Dort geht es um die Kunst als solche, ohne aber das nationale Element völlig zu vernachlässigen. Es ist immer eine Symbiose beider Betrachtungsweisen. Ja, ich will mal sagen, wie es uns ging, als wir in Ihrem sehr schönen sorbischen Museum unterwegs waren. Da sieht man ja die alten Trachten. Und man bekommt dann als Außenstehender schnell das Gefühl, ja, das ist, hier wird eine Vergangenheitsgeschichte erzählt. Und in dem Moment,
wo sie dann zum Objekt im Museum werden, ist das auch ein gefährlicher Prozess. Ein Museum kann eben auch das Gefühl verstärken, dass es sich um etwas Abgeschlossenes handelt. Ja, natürlich. Wir haben auch solche Fragen von unseren Besuchern, die uns, die durch unser Haus gehen und sagen, sind Sie sowas wie die Amish in Amerika? Sind Sie im 19. Jahrhundert praktisch stecken geblieben? Aber ich denke, wer aufmerksam durch unser Haus geht, der sieht auch, dass dort Prozesse dargestellt werden. Natürlich ist es unsere Aufgabe, zu sammeln, zu bewahren und zu vermitteln. Und ich denke, unsere Hauptaufgabe ist auch, ich sehe das so, nach innen stärken und nach außen vermitteln. Das ist unsere Strategie, das ist unsere Aufgabe. Und dort gehört das Verbinden zwischen Vergangenheit, Tradition und Gegenwart und Moderne dazu. Ich sehe das als einen Prozess. Ich würde es nicht in irgendwelche Module trennen, sondern ich sehe das als Gesamtheit. So wie das Leben auch heute ist. Es ist sehr facettenreich und sehr vielfältig. Ja, die Jugendlichen haben eingangs sicher etwas genervt gezeigt von Mitschülern, die sagen, ach, das mit dem Sorbischen ist mir nicht so wichtig, ich spreche Deutsch. Wir wissen auch, Herr Pfarrer, aus unseren Gesprächen vorher hier im Dorf, dass es natürlich auch hier Bürger gibt, die sagen, ich lasse das mit dem Sorbischen und wir sprechen auch Deutsch. Und dann war das für Sie ein ganz schwieriger Punkt, also darüber zu sprechen und dazu ein Verhältnis zu entwickeln. Ist das etwas, was Sie zähneknirschend hinnehmen oder sind das Lebensentscheidungen, wo Sie auch sagen, ja, da muss jeder sein Ding machen? Genau das Letztere. Es ist so, dass jeder für sein Leben selber verantwortlich ist. Das kann man niemandem abnehmen. Man kann auch niemandem vorschreiben, wie er leben soll oder muss. Da ist jeder Mensch frei in seiner Entscheidung. Dass mir persönlich vielleicht manchmal etwas nicht gefällt, das ist eine andere Sache. Aber grundsätzlich muss jeder für sich und für sein Leben selber einstehen. Ich habe noch in Erinnerung einen Satz von Ihnen, da sagten Sie, mich kränkt das, wenn man uns als Minderheit bezeichnet. Wir sind keine Minderheit. Das ist wahr, das sehe ich immer so. Begründen Sie es mal. Die Begründung, die ich heute geben würde, ist diejenige, dass ich sage, es gibt andernorts niemanden, der von sich sagt, er ist Sorbe. Es gibt keine Sorben außerhalb der Grenzen, die so mehr oder weniger fest umschrieben sind. Also es gibt kein anderes Land, aus dem wir kämen. Hier ist unsere Wurzel, hier sind wir geboren, die Generationen davor. Und natürlich hoffen wir auch, dass es in Zukunft so ist. Es gibt keine anderen Sorben außer uns und wir sind das sorbische Volk. Wir sind also das wäre jetzt zum Beispiel der Unterschied zu Jugendlichen mit türkischen Wurzeln, wo das dann auch eben befremdlich klingen mag, wenn jemand sagt, ich bin Türke, obwohl man in Deutschland geboren ist. Das ist bei Sorben eine andere Situation, weil sie immer schon hier waren. Für mich ist es nicht befremdlich. Ich denke schon, dass man heute in Europa auch so frei ist, dass eigentlich dass die Zugehörigkeit zu einem gewissen Volk nicht jetzt das primäre Kriterium für irgendetwas ist. Und wenn jemand in Deutschland lebt und sagt, ich bin kein Deutscher, ist das für mich kein Problem. Das sehe ich nicht als Problem an. Ja, aber es ist nicht für jeden selbstverständlich zu sagen, ich bin stolz darauf, Deutscher, Sorbe, Türke, Kurde oder was auch immer zu sein. Das ist nicht selbstverständlich in unserer Gesellschaft. Das mag sein. Das ist aber auch nicht der Punkt, um den es zum Beispiel Kirche geht. Es ist ich muss unterscheiden zwischen etwas, was ich ganz privat sage, als Mirchin, wie ich heiße, oder ob ich etwas sage als der Pfarrer hier des Ortes. Und auch dann frage ich mal den Mirchin. Ja. Wie schon gesagt, dem Mirchen ist manches nicht egal, aber dem Pfarrer muss es dann egal sein. Aber dieses Genervtsein, wollen Sie mir mal helfen, Frau Bogusch, wie wir das verstehen können? Weil da steckt auch ein bisschen Trotz drin. Naja, ich würde das jetzt, ich kann das auch nicht pauschal beantworten, aber ich bin der Meinung, es gibt nicht mehr nur die eine Identität.
Denn die Welt ist größer geworden, die ist offener geworden, also und auch für unsere Jugendlichen und auch für uns selber. Und ich denke, es gibt mehrere Identitäten. Und die Identitäten wechseln auch mit den äußeren Umständen. Ich würde jetzt mal sagen, mit Arbeitsumständen, mit Umzug in eine andere Gegend. Sie haben ja erst die Jugendlichen gefragt. Sie waren jetzt alle sehr felsenfest überzeugt, dass sie wieder zurückkommen. Und es wäre wunderbar, wenn das so wäre. Aber ich denke, die Welt ist größer geworden und damit auch die Herausforderung und der Wechsel in den Identitäten. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich auf der Welt einzubringen und auch zu etablieren. Aber das Wichtigste unterm Strich ist aus meiner Sicht, dass man seine Wurzeln nicht vergisst und dass man im Idealfall, und das wäre mein sehnlichster Wunsch, auch für meine eigene Familie, dass die Wurzeln immer gegenwärtig sind und damit die Sprache, weil die Sprache ist für mich das wichtigste Kriterium. Aber wir sind jetzt an dem Punkt, klar zu machen, warum die sorbische Frage eine ist, die im Prinzip jeden Menschen beschäftigt. Es ist die Identitätsfrage. Wie kann das also gehen? Letzte Gelegenheit für Ihre Kommentare, die wir nachher aufgreifen wollen. 00800 4464 4464 ist das kostenfreie Hörertelefon. Wir melden uns nach 11. Deutschlandfunk. Deutschlandfunk. Länderzeit. Schlussrunde der Länderzeit aus dem Dorf Krostwitz in Sachsen, das zum Siedlungsgebiet der Sorben gehört. Wir sprechen heute darüber, ob Minderheiten, Kulturen und Sprachen eine realistische Chance haben, sich zu behaupten, oder ob ihr Aussterben vorprogrammiert ist. Und ich darf mal sagen, was hier während der Nachrichten gelaufen ist. Da gab es einen sehr munteren Austausch in sorbischer Sprache, den ich nicht verstanden habe also. Und ich hatte das Gefühl, es ging um heiße Identitäts- und Zukunftsfragen. Und vielleicht haben wir ja Fabian Kaulfürst, Sprachwissenschaftler vom Sorbischen Institut, da in ein Wespennest gestochen. Nein, nicht unbedingt. Also es war wirklich interessant, auch diese Diskussion jetzt untereinander zu verfolgen. Man hat eigentlich gemerkt, sie stellen die richtigen Fragen und die Leute greifen sie auch auf. Und man sah, dass also man mitgedacht hat bei den Diskussionen, die hier vor dem Mikrofon auch geführt wurden. So wollte auch ich vorher schon einspringen und sagen, wo die Jugendlichen gefragt waren, ob es da neue Wörter gibt, die neu gebildet werden und so. Da wollte ich auch gerade sagen, also es gibt tatsächlich einige Wörter, die gibt es vielleicht auf Englisch und die gibt es auf Sorbisch, aber die gibt es nicht auf Deutsch zum Beispiel. Also wenn ich jetzt an das Wort Brunch denke, da gibt es Deutsch meines Wissens keine solche Kombination aus Breakfast und Lunch, aber Sorbisch Snobiet kann man schon sagen und wird auch zum Teil genutzt. Und das ist zum Beispiel ein Fall, wo das Sorbische doch wenigstens einen Schritt weiter ist und da nicht den Anglizismus unbedingt übernehmen muss. Allgemein wollte ich sagen, dass man mit einer positiven Sicht natürlich viel besser eine Sprache erhalten kann, als wenn man sagt, ja okay, es geht alles nur zurück und es ist hier furchtbar provinziell. Und in dem Fall wollte ich sagen, ja, wenn man herausgeht aus der Lausitz und die Welt sich beschaut und sozusagen diese Globalisierung der Welt nicht unbedingt als Bedrohung empfindet, sondern als etwas, was auch helfen kann, indem zum Beispiel durch die Nutzung sozialer Medien, neuer Medien, neue Sprachräume eröffnet werden, in denen das Sorbische tatsächlich auch Anwendung findet, dann ist das etwas, was ganz gut hilft. Wenn also ein junger Mensch in die Welt hinausgeht und sich die Welt besieht und merkt, ja, es ist eigentlich gar nicht so, dass alle Leute einsprachig sind und alle nur Deutsch können oder alle nur Englisch, sondern es gibt viele Leute, die viele Sprachen können und ich gehöre eigentlich dazu und ich bin eigentlich der Normalfall mit meiner Zweisprachigkeit. Aber es ist ja so, Frau Bogusch hat ja etwas Interessantes gesagt mit der multiplen Persönlichkeit. Und wenn man sich überlegt, wie viele Bücher über die Frage geschrieben worden sind, was ist Deutsch, dann weiß man, dass diese Frage heute verflixt kompliziert zu beantworten ist. Und es ist überhaupt die Frage, ob es den einen Punkt gibt, von dem aus man seine Identität beschreibt. Ist das, Herr Czornak, Bürgermeister in Nebelschütz, denn bei Sorben irgendwie einfacher zu beantworten, was es heißt, sorbisch zu sein? Ich glaube, da spielt die Familie und das Dorf eine wichtige Rolle. Dort bildet sich die Identität.
Dort ist auch der Sprachraum, der dann weiter gepflegt werden kann in der Familie. Wir wissen, wie schwierig das ist, wenn eine Person dann deutschsprachig ist, dass man nicht schnell dann ins Deutsche wechselt. Deswegen denke ich, der Sprachraum im Dorf ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man den Menschen im Dorf eine Zukunft gibt, einer Gemeinde, dann erhält sich auch die Sprache und die Menschen, die gegangen sind, kommen dann gern wieder ins Dorf zurück in eine Gemeinde, die wir dann natürlich benötigen. Aber es ist dann doch eben der begrenzte Raum, in dem man das versucht zu leben. Das ist ständig ein Kampf, weil man ständig daran arbeiten muss, selbst in der Familie, dass die sorbische Sprache im Umfeld sorbisch erhalten bleibt und auch bleibt und selbstverständlich ist. Sie sagen Kampf? Ja, man muss drum kämpfen, weil man, das ist so ein Automatismus, dass man immer wieder in das Deutsche zurückfällt, weil natürlich das Umfeld sehr deutsch geprägt ist. Ja, wir wollen David Stadnik nochmal dazu hören, denn er ist heute in einer Doppelrolle hier. Einmal eben für die Domowina, für die Interessenvertretung der Sorben, aber er ist eben auch jedenfalls im Moment Vorsitzender des Minderheitenrates, wo dann eben auch die anderen Minderheiten in Deutschland, die Friesen, die Dänen und die Sinti und Roma vertreten sind. Und wenn Sie mal versuchen zu vergleichen, könnten wir diese Diskussion genauso dann mit den Friesen und mit den Dänen führen? Oder gibt es einen wesentlichen Unterschied, was man verstehen muss, um das Sorbische genauer zu ergründen? Im Grunde verbindet uns das, denn jedes Volk, was in einer Region als eine zahlenmäßige Minderheit vorherrscht, hat damit gewisse Herausforderungen, die sie meistern müssen. Herr Czonak hat es ja, denke ich, auch gut umschrieben. Die Frage ist natürlich, mit welchem Ansatz geht man ran? Dazu ist oftmals auch die Frage, was will man erreichen? Wir sind eine Minderheit oder ein Volk, gerade auch hier in der Oberlausitz, die sehr stark mit der Sprache und mit der Regionalität verwurzelt sind. Und es ist uns unwahrscheinlich wichtig. Das heißt, wenn die Sprache ausstirbt, ist vorbei? Nicht zwangsläufig. Wir sehen es in der Niederlausitz, wo die Sprache eben substanziell nicht mehr überall vorhanden ist. Da ist es oft eine regionale Identität oder eine Identität über die Kultur und Folklore. Alles ist möglich. Das Bekenntnis ist frei. Jeder kann für sich auch sagen. Deswegen ist oftmals die Frage, wie viele Sorben gibt es? Ist immer die Antwort, maximal so viel wie in Brandenburg und Sachsen leben. Es gibt natürlich dann genauere wissenschaftliche Feststellungen, aber rein faktisch ist das möglich. Mit anderen Worten, wenn mich jetzt Ihre Kultur faszinieren würde und wenn ich fleißig versuchen würde, das Sorbische zu lernen, dann könnte ich irgendwann sagen, ich bin Sorbe? Sie sind schon auf dem besten Weg dazu, ja. Gehe ich von aus, natürlich. Wurde ja heute schon gesagt, das positive Bild ist wichtig. Wir wollen natürlich keinen blauen Himmel malen. Auch wir haben Probleme. Ein Volk, jedes Volk hat mit seiner Situation immer Probleme. Es geht den Großen wie den Kleinen so. Aber wichtig ist, wir sind in dieser Situation in einer heutigen offenen Gesellschaft auch offen dafür. Und das gerät auch zunehmend in Fokus. In zweierlei Aspekten. Einmal eben in gemischtsprachigen Partnerschaften. Denn das ist wirklich eine Sache, da ist diese Entscheidung, welche Sprache wird das Kind sprechen, das geht relativ früh und ist auch eine emotionale Entscheidung. Und zum Zweiten natürlich der Fall, dass wir oftmals auch Menschen haben, die entweder durch das Kind, durch die eigene Geschichte oder durch die Regionalität sagen, hey, das will ich auch, ich will diese Sprache lernen. Und wir haben beste Beispiele, dass das wirklich wunderbar funktioniert. Jetzt müssen wir noch einen Moment über Politik reden, Herr Czonak. Denn Sie sagen als Bürgermeister, die Sorben brauchen eine Art eigenes Parlament. Warum ist das in Ihren Augen wichtig? Ja, in einer Kommune, in einem Dorf wie in Nebeschütz, gibt es ein Gemeindeparlament. Und da geht es darum, dass die Menschen den Verantwortlichen, die gewählt werden, Verantwortung übergeben. Und auch die Menschen die Möglichkeit haben, die Verantwortlichen direkt zu wählen. Und jedes Volk, also ich kenne kaum Völker, die kein eigenes Parlament haben, die auch mehr Selbstverantwortung übernehmen und mehr Rechte dann wahrnehmen können. Politisch spielen wir in Deutschland eine, glaube ich, kleine Rolle. Deswegen sollten wir auch politisch mehr Verantwortung übernehmen. Aber Sie wollen nicht aus der Bundesrepublik aussteigen? Überhaupt nicht, aber wir sind ein Volk und es geht um die Rechte, die uns zugesprochen werden, dass wir sie auch wahrnehmen. Und da geht es darum, dass man politisch Verantwortung übernimmt und da geht es gerade um unsere Kindergärten, um unsere Schulen. Nämlich wir haben vor 25 Jahren auch zwei Mittelschulen verloren, wo das sorbische Volk gekämpft hat, gerade in Kostwitz, dass sie nicht geschlossen wird. Und man hat uns auseinandergedriftet, auch die Bürgermeister, und wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir keine gemeinsame Sprache sprechen, werden wir auch nicht oder wird es schwierig sein, unser Ziel, auch nächste Schulen wieder zu eröffnen, ist es schwieriger. Und es geht
einfacher, wenn man eine gemeinsame Sprache spricht und das geht nur über ein Parlament. Aber das ist unter Sorben ein heißes Eisen, wie ich verstanden habe. Und Sie, Herr Statnik, halten das für keine gute Idee? Grundsätzlich will ich dazu sagen, die Sorben sind ja demokratisch ebenso aufgestellt wie die Deutschen. Wir haben die einen, die das wollen, die anderen, die das wollen. Das ist auch völlig legitim. Über Politik muss man auch sprechen. Übrigens, in Klammern gesprochen, die beiden Bürgermeister, die wir hier haben, die Sorben sind beide Mitglied der CDU. Das ist doch gut so. Das ist in Ordnung. Denn die sind politisch aktiv. Und das wollte ich ja gerade sagen. Es ist wichtig, dass wir auch darüber reden, was wir wollen, wie wir etwas angehen wollen. In der Tat, diese Idee, die Herr Czarnok gesagt hat, wir wollen alles selber machen. Ich persönlich finde nicht, dass das in allen Bereichen sinnvoll und zielführend ist. Denn jeder, der in einer Firma arbeitet, der weiß, wie es ist. Wenn der Chef alles selber macht, ist es so, wie er es will. Aber es ist nicht gut getan. Denn die Frage ist, kann er das alles gleichzeitig leisten? Die Frage der Zukunft eines Volkes ist heute so umfänglich, und sie ist auch sehr stark geprägt von der Frage des Umfeldes. Und ich persönlich bin der Meinung, wenn man sich abschotten würde als Volk und sagen würde, wir wollen alles selber entscheiden. Zum einen würden wir die Situation erfahren, dass wir nicht alles besser leisten können, als es jetzt schon ist. Und zum zweiten würden wir feststellen, dass wir trotzdem gewisse schmerzliche Entscheidungen fahren müssen und wahrscheinlich auch gewisse Konflikte mit hochziehen würden. Darüber könnten Sie jetzt den Rest des Tages miteinander streiten. Wir wählen den Weg, die Runde zu öffnen und fragen Michael Röhl im Kölner Funkhaus, was sich denn inzwischen getan hat bei unseren Hörerinnen und Hörern. Ja, Jürgen Wiebeke und unsere Hörerinnen und Hörer, die haben sich intensiv mit dem Thema Stolz auseinandergesetzt. Auch bei uns haben Sorben, Sorbinnen angerufen, die ähnlich wie in der Sendung gesagt haben, wir sind stolz darauf, Sorben zu sein. Und da gibt es durchaus auch kritische Reaktionen drauf, auch mit Blick auf einen jungen Gast bei Ihnen in der Sendung, die gesagt hat, ich bin stolz darauf, Sorbin zu sein. Und da sagt zum Beispiel ein Hörer, stolz kann man doch nur auf die eigenen Leistungen sein. Und dass man Sorbin ist, das ist wohl eher nicht die eigene Leistung. Und dieses seltsame Verständnis von Stolz, das störe ihn übrigens auch bei stolzen Deutschen und anderen Nationalisten. Und ähnlich sieht das ein Hörer, der aus Stuttgart angerufen hat und gesagt hat, stolz zu sein, das bedeutet ja, dass man den anderen, dass man sein Gegenüber dementsprechend abwertet. Angerufen hat Michael Harich, das ist der Landrat im Kreis Bautzen, und der noch einmal sagt, dass man sich in Deutschland insgesamt durchaus ein Beispiel nehmen könne an den Sorben, auch was die eigene Heimatidentität betrifft, was den Wert der Familie betrifft. Und er hat unserem Hörertelefon gesagt, die globalisierte Welt, das könne möglicherweise auch ein Irrtum sein. Die Tatsache, dass es gelungen ist, auch über Jahrhunderte hinweg die Kultur, die eigene, die Sprache zu erhalten, das wird sehr, sehr positiv gesehen, auch von einer Hörerin, die nicht im sorbischen Kerngebiet, so schreibt sie, aber nebenan gewohnt hat. Aber sie gibt einen kleinen Zusatz in ihrer Mail. Sie sagt nämlich, in meiner Heimat hieß es immer, die wollen unter sich sein. Und das hat auch ein Sorbe uns geschrieben, der sagt, die Sorben würden gut daran tun, ihren Stolz abzulegen, um was für das Miteinander in der Region zu tun. Und damit meine ich die Vermittlung von interkultureller Kompetenz, indem Brücken auch zur deutschen Gesellschaft, aber auch zur polnischen und zur tschechischen Gesellschaft auch geschlagen werden. Und diese Vermittlung von Nationalstolz bei sorbischen Kindern bereits, die findet er durchaus negativ. Dann gibt es noch mehrere Hörerinnen und Hörer, die das Thema angesprochen haben, Integration, und die das mit der Frage verbunden haben, haben die Sorben möglicherweise die Integration in Deutschland nicht geschafft. Herr Statnik hat davon gesprochen, man ist Deutscher oder Sorbe, und da ist natürlich die Frage, warum ist man nicht Sorbe und Deutscher. Und ein Hörer hat das auf den Punkt gebracht und er sagt, er möchte da gerne mal was gegenüberstellen. Und zwar, dass eine Person, deren Familie vor zwei Generationen aus der Türkei oder Afghanistan zugewandert sei und dessen Familien man immer noch dort die ursprüngliche Muttersprache spricht und auch heimatliche Gebräuche und Werte daran festhält, da würde doch von einer fehlgeschlagenen Integration gesprochen. Und das wäre eher negativ, während wir hier in der Sendung durchaus das positiv darstellen. Und vielleicht ein letztes Stichwort, auch ein Blick zurück in die Geschichte, nämlich die DDR-Zeit. Wie war es da? Konnten die Sorben da ihre Tradition tatsächlich ausleben? Da gibt es unterschiedliche Antworten von unseren Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank, Michael Röhl. Wir fangen an mit dem Begriff Stolz. Und ihr habt gemerkt, Lea, Antonia und Peter, dass ihr da noch mal ran müsst. Also was genau ist gemeint mit Stolz und wo kommt er her?
Ja, also mit Stolz ist bei mir zum Beispiel gemeint, dass ich stolz drauf bin, dass ich auch diesen Elan oder diese Motivation habe, das Sorbische zu lernen und dies auch weiterzugeben an meine späteren Kinder oder an meine Familie. Ich bin auch sehr stolz drauf, dass meine Eltern sich dafür entschieden haben, dass ich Sorbin bin und dass ich auf sorbische Schulen gehe und Sorbisch lerne. Und ich bin auch ein bisschen stolz drauf, dass ich hier in dieser Gegend geboren bin, weil ich einfach diese Gemeinsamkeit, die wir hier haben, auch merke. Und ich kann das verstehen, wenn viele sagen, dass Sorben mal ihren Stolz ablegen müssen. Ein bisschen kann ich das verstehen, dass viele sich dann denken, dass wir untereinander sein wollen. Ich kenne auch ein paar von meinen Freunden, die so denken, dass ja, Sorben müssen sich ein bisschen abgrenzen. Ich bin da eher nicht so. Ich verstehe mich auch zum Beispiel gut mit unserer B-Klasse in der Schule, wenn ich jetzt mal ein Beispiel nennen darf. Und ich möchte auch... Was ist in der B-Klasse anders? Also wir haben immer A- und B-Klassen und die A-Klasse ist immer so sorbisch eher, also nur Muttersprachler oder Wiedei-Kinder heißt das, also deutsche Kinder, die sozusagen sorbisch gelernt haben im Kindergarten oder in der Grundschule. Und in der B-Klasse sind dann sozusagen die Deutschen oder die, die erst sorbisch lernen. Und durch die Kurse, also ich bin jetzt in der 11. Klasse, wird das dann alles so gemischt. Und ich verstehe mich auch mit denen, die erst sorbisch lernen. Und das ist für mich auch sehr wichtig, dass ich mich auch mit anderen, die nicht sorbisch Muttersprachler sind, gut verstehe. Aber du stimmst also zu, wenn gesagt wird, Sorben müssen aufpassen, dass sie sich nicht abschotten? Ja, also ich habe vieles gehört, dass wir manchmal kritisiert werden, dass wir so uns abgrenzen wollen und dass wir halt ja ein bisschen arrogant sind, was angeht, dass wir Sorben sind. Ich glaube, wir sollen einfach auch diese Gemeinsamkeit zwischen den Deutschen und den Sorben sehen, dass wir einfach zum Beispiel in einem Land leben und wir trotzdem zum Beispiel hier in sorbischen Dörfern haben wir ja auch deutsche Einwohner. Und dass wir halt sich mit denen auch gut verstehen und dass wir dann sozusagen unsere Sprachen wie kombinieren. Also, dass wir offen sind für die Deutschen und die Deutschen halt offen sind für uns Sorben. Wobei das ja wieder die Konstruktion ist, die von unseren Hörern zum Teil kritisiert worden ist, dass das ein Entweder-Oder ist, Deutsch oder Sorbe. Warum geht nicht beides, Antonia? Ich denke, es geht beides, aber ich muss ehrlich sagen, auch bei uns ist das so, wenn wir jetzt zum Beispiel in einer Gruppe von Sorben zusammen sind, und dann kommen halt Deutsche, wir reden natürlich dann auch Deutsch mit denen. Es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, ey, geht nicht, wir müssen jetzt hier mit unseren Sorben weiterlaufen und so. Aber das hat einfach was mit diesem Miteinander vielleicht zu tun. Ja, ich muss sagen, wenn jetzt Leute sagen, zum Beispiel das mit diesem Arrogantsein, das kommt vielleicht wirklich manchmal so rüber, weil wir so diese Gemeinschaft haben. Und ich muss auch sagen, ich bin gerne mit unseren, zum Beispiel im Jugendclub zusammen, wo auch viele Sorben sind, sind auch Deutsche dabei. Ich glaube nicht, dass wir uns ausgrenzen. Es ist einfach nur, wie gesagt, diese Gemeinsamkeit. Es ist keine Ausgrenzung. Mhm. Peter? Ja, ich denke, man kann auch stolz auf seine Wurzeln sein und darauf, wo man herkommt, ohne dass man jetzt gleich andere abwerten muss. Da sehe ich jetzt zum Beispiel unsere Haltung, würde ich so beschreiben. Natürlich sind wir stolz darauf, dass über Jahrhunderte die sorbische Sprache und Kultur weitergegeben wurde bis zu uns und wir die heute noch aktiv pflegen. Aber ja, ein friedliches Miteinander ist mit den Nicht-Sorben jetzt natürlich auch möglich. Und es muss eigentlich kein Entweder-Oder sein. Naja, wie gesagt, in unserer globalisierten Welt verschwimmen die Grenzen auch teilweise. Man kann heute bei einigen auch nicht sagen, das ist jetzt ein Sorbe oder das ist ein Deutscher. Also wie schon gesagt, das hat alles mit der Selbstzuschreibung zu tun. Es gibt auch Jugendliche, die nicht Sorbisch sprechen können, die sich aber trotzdem als Sorben bezeichnen würden. Es gibt ja einen guten Test für sowas, wenn man nämlich im Urlaub im Ausland ist und gefragt wird, wo kommst du her? Was ist dann die Antwort, Lea? Als erstes erkläre ich, dass ich eine Sorbin bin, weil ich einfach
als ich geboren wurde, wurde bei uns zu Hause nur Sorbisch gesprochen. Und deswegen ist es bei mir schon so mitgewachsen, dass ich eigentlich Sorbin bin. Und ich erkläre auch erstmal, dass ich Sorbin bin. Und zum Beispiel, ich habe das beim Weltjugendtag gesehen in Krakau im letzten Jahr. Da haben viele gefragt, wer wir sind, weil wir eine Fahne hatten. Und viele haben gefragt, ja, seid ihr Franzosen oder woher kommt ihr? Und dann haben wir erstmal erklärt, dass wir Sorben sind. Und als sie dann nicht wussten, wer wir sind, haben wir dann erklärt, wir sind aus Deutschland. Und manchmal sagt man dann schon, man ist Deutscher nur, damit man das sozusagen vermitteln kann, dass wir aus Deutschland stammen. Aber ich zum Beispiel sage immer, dass ich Sorbin bin, aber aus Deutschland komme. Vielen Dank. Also Sie haben gemerkt, Frau Bogusch, Sie dürfen das gerne auch noch mal bearbeiten, dass das was ausgelöst hat bei unseren Hörerinnen und Hörern und dass manches eben auch gerade der ostentative Stolz, dass das auch Fremdheit auslöst. Ja, bestimmt. Aber ich muss trotzdem sagen, dass es wichtig ist, dass man sich seiner Wurzeln, seiner ganz speziellen Wurzeln bewusst ist, denn das ist unser Überlebenselixier. Ich würde es jetzt mal so benennen, weil die Herkunft, das ist auch eine geistige Heimat und die ist ganz wichtig. Der Mensch braucht im Leben eine gewisse Orientierung, seine Heimat, seine geistige Heimat und das prägt ihn über sein ganzes Leben. Ich würde trotzdem festhalten an meiner These, dass die Identitäten im Laufe eines Lebens wechseln können oder auch unterschiedlich aufgestellt sind, weil, wie Herr Kolfers schon sagte, wer ist heute in Europa noch einsprachig? Das sind eigentlich, ist die Minderheit. Und ich kann mich an einen herrlichen Slogan erinnern, der, glaube ich, zur Europiada irgendwo kursierte. Einsprachigkeit ist heilbar. Und das finde ich genial. Denn was ist heute wichtig? Im Prinzip im vereinigten Europa oder in einer offenen Welt und einer offenen Gesellschaft sollte sich der Mensch nicht verborgen oder nur einseitig aufstellen. Und das ist meine Meinung. Und wir können doch nur gewinnen durch diese Vielfalt. Das merke ich an meiner eigenen Familie. Und hier war erst auch dieser Satz, diese Beziehung auch zu den slawischen Ländern, das ist uns ja direkt, dafür sind wir prädestiniert, als Sorben praktisch diese über Jahrhunderte gewachsenen Verbindungen zu den Polen, zu den Tschechen, Slowaken und so weiter in die slawische Welt auszubauen und auch weiterzutragen. Und das, also da war ja angemahnt worden, dass die Sorben ein bisschen interkulturelle Kompetenz brauchen. Ja, das machen wir doch. Das ist doch das. Das war Ihre Antwort darauf. Ja, wir waren vorige Woche, ich bin am Sonntagabend zurück aus Polen. In den Kaschuben hatten wir eine Ausstellung und das ist bei uns ständig da. Und da kann mir Herr Kolfers, glaube ich, auch beipflichten, dass wir ständig wissenschaftlichen und kulturellen Austausch betreiben. Und unser Vorbild ist eben, oder unsere Strategie ist, auf diese langjährigen oder jahrhundertealten Verbindungen aufzubauen und uns mit unseren Nachbarn zu verbinden und auszutauschen. Sie haben jetzt auf die Bedeutung von Wurzeln hingewiesen. Sie übrigens auch, Herr Kaulfürst, als Sprachwissenschaftler. Aber eben, das ist, glaube ich, das Thema. Also wie das jeder für sich austariert, das Verhältnis zwischen Wurzeln und Flügeln, die wir auch haben. Ja, ich danke erstmal Frau Bogusch, dass Sie den Satz, den ich vorhin noch, das war der eine Satz, den ich gerne sagen wollte, Einsprachigkeit ist heilbar. Das ist tatsächlich so. Und ich denke, in dieser Diskussion, die durch die Hörer angeregt wurde, wurde ein bisschen die Perspektive vertauscht, zumindest aus meiner Sicht. Denn eigentlich ist es ja so, die Sorben sind ja zweisprachig. Das heißt, sie sind integriert, sie können beide Sprachen der Region. Umgedreht ist das eher problematisch. Und da ist das, weil was wir aus unserer Perspektive erleben, dass also Leute, die auch hier leben, in Dörfern, die mehrheitlich sorbisch geprägt sind, in Dörfern, die seit Jahrhunderten so sind und wo die Sorben doch hier eher waren als die Deutschen, dass diejenigen, die nur einsprachig sind, die sorbische Sprache meistens nicht erlernen. Und ich denke, die Sorben sind hier eigentlich ein sehr gutes Beispiel, dass sie tatsächlich mit ihrer Zweisprachigkeit interkulturelle Kompetenz beweisen. Und wir würden uns über jeden freuen, der das umgedreht auch so tut. Was fangen wir denn nun an mit der Aussage des Landrates, Herr Czornak, dass dieses Lob der Heimatidentität und des Wertes der Familie und dass ich da möglicherweise zeige, dass die Globalisierung ein Irrtum ist?
Ist das möglicherweise die Erklärung dafür, dass eben Jugendliche sich wieder stärker dazu bekennen? Globalisierung haben wir. Natürlich brauchen wir ein Gegenstück. Das ist natürlich diese kleine Einheit, die die Menschen verbindet. Das sind kleine Strukturen. Dafür kämpfen wir auch. Angefangen von der Gemeindegebietsreform, Kreisgebietsreform, nämlich ständig, wenn die Veränderungen auch da sind, global, ist es immer natürlich auf Kosten der sorbischen Sprache und der Kultur. Ich glaube, es braucht die Sorben, es braucht die kleinen Strukturen wie in unserer Lausitz. Und da gehen wir, glaube ich, insgesamt in eine gute Zeit. Und wir grenzen uns nicht ab, sondern wir werden miteinander, glaube ich, auch das Haus Europa aufbauen und daran arbeiten wir jeden Tag. Also da hat man schon gemerkt, das hat gesessen, dieser Vorwurf, ne, Herr Stadnik? Ach, das war doch ein gutes Wort jetzt von Herrn Schornack, das fand ich gut. Also ja, im Endeffekt, ich will auch nochmal darauf zurückkommen, also die Frage der Integration. Ich denke, es ist auch, wie Herr Kollfuss sagt, es ist eine Frage des Blickwinkels. Heute sind wir in einer Region, in einem Land, auf einem Kontinent, auf dem viele Sprachen gesprochen werden. Und wenn wir versuchen wollen, dass wir hier gemeinsam auch in die Zukunft gehen, müssen wir versuchen, für jeden seine Insel zu lassen und diese Insel nicht als eine Abgrenzung zu sehen, sondern als eine Chance in der Globalität und Globalisierung auch zu bestehen, dass wir immer wissen, wo wir herkommen. Die Sprache ist für uns eine Herzensangelegenheit und als solche wollen wir sie gerne erhalten. Also, dann nehmen wir das Bild von der Insel als Schlusswort und verabschieden uns von dieser Insel namens Krostwitz, gelegen im Siedlungsgebiet.